So, willkommen Freunde zu meinem 11. Let's Play Edna bricht aus. Ich bin leider gerade drauf gekommen vorhin, dass ich nach dem letzten Mal nicht abgespeichert habe. Das war ganz toll. Jetzt habe ich die letzten 20-25 Minuten, die ihr gesehen habt, im Schnelldurchlauf schnell durchgespielt. Und bin jetzt wieder hier im Raum bei... wie hat er geheißen? Alfred, genau. Im Raum bei dem... bei der... Ruhestätte eigentlich auch von Alfred, weil da ist nämlich seine Urne. Ich habe jetzt nichts von all dem gemacht, was ich vorher da gesprochen habe. Ich hoffe, das brauche ich dann später nicht, dass ich mit ihm gesprochen habe in irgendeiner Weise. Wir haben hier noch übrig das Murmelglas, das Jojo, das Auto und das Hausaufgabenbuch. Ich weiß, dass wir das Hausaufgabenbuch dann brauchen, um weiterzukommen, aber diese drei Sachen habe ich, glaube ich, noch nicht angeschaut. Das machen wir Alfreds jetzt. Alfreds Jojo. Damit ihr das Alfred hört. Alfred war ziemlich ungeschickt damit. Mhm. Konnte nicht einen einzigen Trick. Das ist schön. Ich kann auch keine Tricks mit Jojos. Reden wir mit dem Jojo. Gib's auf, Alf. Du bist und bleibst ein Grobmotoriker. Sieh nur, Edna! Edna! Jojo! 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 Oh Gott. Was sagt Harvey zum Jojo? Guck mal, Harvey, ein Jojo. Ja, das wolltest du immer haben. Alfred hatte es nicht verdient. Er war ein dilettantischer Grobmotoriker. Wir lernen, Alfred hatte alles, wir hatten nichts. Die Hälfte davon gehört mir. Guck mal, Harvey, noch mehr Erinnerungen. Hey, da sind auch Murmeln von dir drin. Und? Taugen die zum Tempomorphen? Um ehrlich zu sein, warst du nie besonders gut darin. Sogar Alfred konnte dich besiegen. Und wir wissen doch alle, was für ein Grobmotoriker die Kotzkröte war. Dann sprechen wir mal mit dem Murmel. Wenn ich endlich draußen bin, hole ich Hilfe und befreie euch. Oh, ist das süß. Okay. Alfred hatte immer das coolere Spielzeug. Und er hat mich nie damit spielen lassen. Vielleicht lag es daran, dass du immer Autofriedhof spielen wolltest. Meinst du? Autofriedhof. Klingt nach einem interessanten Spiel. Reden wir mit dem Auto. Autofriedhof! Erinnert dich das an etwas, Harvey? An nichts, was uns weiterhilft. Lass uns weitersuchen. Mhm. Na okay, Hausaufgaben. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Deswegen muss er... Mattis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal. Das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Oh ja. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. Oh. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Unterschriften fälschen, das klingt gut. Wir brauchen eine gefälschte Unterschrift für das Anmeldeformular. Gut, Harvey. Dann Tempomorphe uns zurück. Das ist eine fürchterliche Aufgabe. Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Oh Gott, Herr Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wiedererlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Yay, ich bin bereit. Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Ja, Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Yay, ich halte mich fest. Oh Gott, es bewegt sich alles. Ja, es dreht sich. Und das liegt nicht daran, dass ich gerade vorhin noch bei einem Konzert war und eigentlich halb betrunken bin. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder.
Nicht einmal halb betrunken. Der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ja, stimmt, ein Andorianer. Also sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Okay. Und schauen wir mal, was können wir hier alles sehen. Da gibt es eine Karte. Da gibt es den Herrn Hornbusch. Da gibt es den Alfred. Da gibt es die Edna. Es gibt eine Tür. Es gibt einen Schädel. Es gibt die Tafel. Ich sehe aus, was man alles finden kann in so einem Schuldings. Offensichtlich ein Geografielehrer, so wie das ausschaut. Obwohl, was ist das da, was er an die Tafel schreibt? Ist das eine Funktion? Was vielleicht auch Mathematik? Hey, da ist ein Loch. Oh. Da ist ein Brief. Das klingt gut. Hey. Wow, die Sonne. Ein Riesenrad. Ein Teich. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, wir gehen raus. Hallo, ich will da raus. Mist, ich habe das Spiel gecrasht. Das ist gut. Raus. Edna, Edna, Edna! Auf dem Spielplatz gibt es eine neue Rutsche. Yay, eine Was? Neue Rutsche. Dann muss ich dahin. Ich kann nicht riskieren, dass jemand meinen Rekord im Slalomrutschen bricht. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Echt? Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna, ist schon Konrad, ziemlich. Du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank. Verstanden? Okay. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Also das sind Dinge, die werden euch auch passieren. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Psst, später, Harvey. Wie geht's dir, Edna? Psst, später, Harvey. Wir müssen dich herausbekommen. Psst, später, Harvey. Hey, Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Ja, okay, wir müssen zuerst dort rein. Edna, 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 heute ist der wärmste Tag des Jahres. Echt? Oh nein, und ich muss hier sitzen und Nummern schubsen. Herr Hornbusch, Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Und ich kann mich... Ich muss doch sehr bitten. Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna. Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Und ich muss sagen, ich kann durchaus nachvollziehen, dass Edna nicht besonders gut auf Alfred zu sprechen ist. Der ist kein Streber, der ist ein fürchterliches Kind. Edna, Edna, Edna! Es gibt sogar ein Riesenrad! Na toll! Nein, das kann unmöglich stimmen! Ich habe es gesehen! Das ist unfair! Unfair, unfair, unfair! Ja. Herr Hornbusch! Sie muss lernen. Und dabei könnte sie auch wieder Selbstgespräche.
Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Welche Edna, Aufgaben? Das Maß! Das Maß ist voll! Du kommst jetzt in den Schrank! Na los! Toll. Beweg dich! Aber... Keine Widerrede! Na toll. Das hat er gut gemacht. Danke, Harvey. Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Du könntest mit dem Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Echt? Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Ja, ich kann es auch kaum glauben. Dr. Marcel hat offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Edna, Edna, Edna! Die Badesaison hat begonnen. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Schon mal. Alfred ist eine alte Petze. Ein Petzfrosch. Tatsächlich. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Im Namen deines Vaters. Du meinst, wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Tja, lernen ist wohl nicht so ihr Ding. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. Gut, für alle Schüler, die jetzt zuschauen, das ist nicht die Art und Weise, was man tun soll. Ihr lernt bitte nicht, die Unterschrift eurer Eltern zu fälschen, damit ihr nicht kommen müsst. Obwohl die Oberstufenschüler unterschreiben sich sowieso alles selber. So hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Na schon. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählte nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Das kann ich mir vorstellen, so wie das gewirkt hat. Allerdings das mit dem Vorlesen finde ich etwas seltsam. Harvey sie da vielleicht angeflunkert hat, das könnte natürlich sein. So, wir gehen jetzt noch mal rauf. Oben haben wir eine Unterschrift schon mal gesehen. Vielleicht können wir da unsere neue Fähigkeit gleich einsetzen. Da haben wir nämlich ein Diplom gehabt. Wir haben eine Fähigkeit mit dem Diplom. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Etwas später. Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Sehr gut, sehr gut. Sie hat es wirklich überall geübt. Dann probieren wir das doch gleich mal aus. Das ist die Unterschrift von Dr. Marcel. Und die probieren wir am Formular. Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Und jetzt können wir an der Gruppentherapie teilnehmen. Ich weiß zwar nicht genau warum. Oh ja, ich weiß warum. Wir müssen Adrian heilen und deswegen müssen wir an seiner Stadt die Gruppentherapie machen.
damit wir ihn nachher heilen können. Dafür brauchen wir auch dieses Wissen, was wir über die Krankenakten gefunden haben. Gut, das können wir ja gleich machen. Fangen wir mal an. Dann können wir Adrian heilen, dann können wir ihn besiegen. Im Duell, dann kriegen wir nämlich das Gold. Achso, nein, warte mal, nochmal rauf. Wir müssen nochmal was schauen. Ich weiß ja, was für ein Rätsel das ist, aber dazu muss ich da nochmal kurz reinschauen. Und, wisst ihr schon, wie man das Rätsel löst? Noch immer nicht. Ach, ihr seid solche Loser. So, warte mal, was ist das? Ah, ich weiß schon, was das ist. Okay, na gut. Und wieder raus. Wir könnten natürlich die neuen Dinge, die wir ausgefunden haben, gleich mal ausprobieren. Noch weiter runter. So, wo war denn das? Der Gruppentherapieraum. Ich glaube da hinten irgendwo. Ha. Der Gruppentherapieraum. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Na, dann kommen wir doch glatt das näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Okay. Ich würde mir lieber erst einmal ansehen, wie das hier abläuft. Ich würde mir lieber erst einmal ansehen, wie das hier abläuft. Na gut, dann machen wir doch besser da weiter, wo wir aufgehört haben. Poki, stellen Sie sich nochmal vor. Ja, na gut. Also, ich bin Poki und ich war so wahnsinnig zu glauben, ich könnte ein Computer-Adventure-Spiel in nur wenigen Monaten mit nur einer Handvoll Mithelfern programmieren und gleichzeitig noch die über 100 Hintergründe zeichnen und alle Animationen und in der Zeit noch meine Diplomarbeit schreiben. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Als Vorletzter? Sehr interessant. Nächste Frage. Was hätte Ihr Haustier für eine Farbe gehabt, wenn es ein Huhn gewesen wäre? Ocker. Ocker? So, so. Der Fall ist klar. Sie leiden unter Größenwahn. Puh. Danke. Ich glaube, jetzt bin ich geheilt. Was? Das soll die Therapie sein? Probier es aus. Es hilft ungemein. Wären wir dann soweit? Was, ich? Ja, meinetwegen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Okay. Wenn es sein muss, hallo Gruppe. Okay, wir sagen, wir sind Adrian, König des Aufenthaltsraums. Denn wir wollen ja Adrian heilen. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Er wurde immer als Zweiter gewählt. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was der Hund war. Schwarz war das Pony, gelb war die Ratte. Rot war, glaube ich, die Katze. Blau war der Goldfisch, das heißt grün. Grün. So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Okay. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Okay. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Okay. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Okay. Ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna.
Mich wirst du nicht los. Und sie hat sich schon gedacht, sie ist geheilt. Schau. Aber... Ja, ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Mit 3x. Schau, wir können auch das da schreiben. Das ist gut. Können wir das Formular auch schreiben? Nicht nötig. Die Unterschrift kann ich bereits. Ah, okay. Können wir das vom Sigmund Freud lernen? Das ist ein Porträt, keine Autogrammkarte. Oh, schade. Eine Autogrammkarte wäre aber schön gewesen. Hey, da ist ein Türschild. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Können wir es abschneiden? Ach, lass das doch in Ruhe. Es ist nur ein langweiliges Türschild, mehr nicht. Dann rede ich mit dem Türschild. Was gibt's heute, hilfreiches Hinweisschild? Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Ei, hardcore. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz kaputten hin. Ach, lass das doch in Ruhe. Es ist nur ein langweiliges Türschild, mehr nicht. Die Topflappen. Ach, lass das doch in Ruhe. Es ist nur ein langweiliges Türschild, mehr nicht. Was sagt Captain Unbrauchbar? In diesem Bild putzt nützlich Boy das Klingelschild vom Tiefparterre-Case. Okay. Habe ich Captain Unbrauchbar eigentlich schon mit den Typen da ausprobiert? Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, in Dolby digital zu träumen. Oh. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, in Dolby digital... Okay. Was sagt er zu... Da besteht überhaupt keine Ähnlichkeit. Warte mal. Da besteht überhaupt keine... Ich jetzt? Na gut. Wir sind geheilt. Wir können den Adrian hoffentlich auch heilen. Auf diese Art und Weise. Die 20 Minuten sind eh schon mehr oder weniger um. Das heißt, wir werden für heute Schluss machen. Ich bin außerdem müde. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis bald.